Mein Name ist Theo und ich bin heute mit der letzten Generation wieder auf den Straßen von Berlin, weil die Bundesregierung weiterhin nicht unsere Lebensgrundlagen schützt. Ich bin eigentlich Doktorand der Biochemie und Forscher an Krebsmedikamenten. Ich will das hier nicht tun, aber wozu soll ich Krebsmedikamente entwickeln, wenn die größte Bedrohung Dürrekatastrophen sein werden? Und das ist nicht weit weg. Es ist jetzt schon so, dass in Spanien seit Wochen die Wälder brennen. In Spanien trocknen die Flüsse aus, die Stauseen trocknen aus. Menschen sind in ihren Lebensgrundlagen bedroht. Und macht euch bitte bewusst, wo eure Gurke herkommt, wo eure Tomate herkommt. Wo kommen unsere Lebensmittel her? Die Konsequenz ist, Lebensmittel werden für uns alle teurer. Das heißt, wir können uns das Essen nicht mehr leisten. Und Lösungen sind alle da. Was fehlt, ist der politische Wille. Und gegen diesen fehlenden politischen Willen leiste ich mit all den anderen hier, mit all diesen anderen friedlich protestierenden Menschen Widerstand.